Gute und herzlich willkommen hier zu dem Update-Video. Wie schlagen sich unsere Noobs in Champion 1? Wir haben ja den Aufstieg von Gold 3 zu Champion 1 geschafft. Also mega Leistung. Und jetzt sind wir wirklich im Oberhaus angekommen. Jetzt treten wir gegen die besten Clans der ganzen Welt an. Und da haben wir eine relativ einfache Gruppe, muss man ehrlicherweise zugeben, gefunden. Und am ersten Kampftag sah es noch ziemlich komisch aus. Die Gegner mit sehr nicen Angriffen, also jetzt nicht wirklich nice geplant, sondern einfach immer E-Drachen, also ein Elektron, einen Klonzauber benutzt, um einen bestimmten Teil unserer Base rauszubekommen. Dann die Drachen, die Loons einfach reingespammt und die Helden außen dann dazu geschickt. Das hat echt überraschend stark funktioniert. Und da haben wir dann den ersten Kampftag leider sofort abgeben müssen. Ihr werdet es hier gleich sehen. Alle Drachen bleiben jetzt hier in der Mitte. Die Helden kommen dazu, laufen außen mit, werden dann nachher auch den Triple holen. Das war erstaunlich einfach, sah das aus. Muss man so offen und ehrlich zugeben. Also unsere Base mit Drachen, wenn man die Helden außen mitläuft, konnte man zumindest noch am ersten Kampftag dann ziemlich einfach trippeln. Und der Gegner hat das auch hier echt super stark gemacht. Aber zum Glück haben die danach zweimal hintereinander verloren. Das heißt, wir haben sie dann wieder eingeholt und dann gucken wir uns nachher natürlich auch unsere Angriffe an, weil nicht nur Bases burn von uns wollen wir, sondern auch ein paar von den Gegnern, wie man die auf 3 Sterne legt. Ich denke auch, dass der ein oder andere Gegner das Video sehen wird. Unsere Basen, die benutzen wir jetzt nicht mehr, die wurde getrippelt. Alle Basen, die bei uns getrippelt werden, werden entweder umgebaut oder nicht mehr benutzt. Und dann gucken wir jetzt hier mal auf den ersten Kampftag. Und da sehen wir leider, dass wir den ziemlich eindeutig mit 30 zu 35 verloren haben. Hatten ein paar unglückliche Angriffe mit dabei. Und zwar Bison mit 90, Nucleus mit 92, dann Lance Butters mit 97. Dann hatten wir aber auch natürlich ein paar Angriffe, wo was schief lief, wo die Queen falsch lief bei Empire. Trotzdem noch auf 2 Sterne gerettet. Und dann war das, ja, sagen wir mal, kein optimaler Einstart in Champion 1. Aber die nächsten Kampftage wurden jetzt hier besser. Wir haben jetzt hier 4 Kampftage in Folge gewonnen. Und der zweite Kampftag war dann ein Sieg, 33 zu 30, auch hier wieder von den Prozenten richtig, richtig stark mit dabei gewesen. Und hier habe ich mir den Angriff von Nucleus ausgesucht. Das ist ja unser Packer Smash Experte, also der immer sehr interessant, wie er hier seinen Packer Smash benutzt. Meistens wird er gar nicht am Anfang des Rathaus bekommen, sondern fliegt immer mit seinem Packer Smash oder mit seiner Queen am Anfang. Und zwar um das Rathaus herum. Ich habe jetzt hier wieder mein Zeichenprogramm. Das heißt, er läuft hier mit seiner Queen um das Rathaus herum. Das Rathaus wird nicht erreicht von der Queen, von außen der Mauer. Das bedeutet, die soll hier einmal rumlaufen. Er fandet jetzt hier gleichzeitig gegen mit dem König. Das bedeutet, hier will er weg, hier will er rein und dann setzt er wahrscheinlich hier irgendwo einen Sprungzauber in die Base-Mitte und dann wird er dann von da aus wahrscheinlich hier nochmal irgendwo drüber springen. So der Plan und dann den Slammer hier aus Rathaus. So, erster Sprungzauber sitzt, hier sehr schön die Queen, nimmt den Lavahund raus. Dadurch, dass man ja den Wächter nicht mehr beim Rathaus braucht, kann man den einfach dann zünden, wo relativ viel Schaden drauf ist. Und wir machen mal hier kurz Pause. Ein Multi-Inferno-Turm, zwei Multi-Inferno-Turm, der Adler schießt gerade drauf. Dann haben wir hier 1, 2, 3 X-Bows. Also das war da, wo am meisten Schaden drauf war. Da benutzt er dann immer den Wächter. Und jetzt ist das Rathaus hier aktiviert. Allerdings die Truppen hier schon alle außerhalb der Reichweite. Und dann kann er hier gleich von unten den Slammer direkt aufs Rathaus setzen. Macht er jetzt hier auch. Und währenddessen, sein Packer Smash läuft immer noch weiter. Seine Queen kann er immer noch zünden. Es leben noch jede Menge Heiler.
Und die Queen bekommt jetzt hier auch den Adler raus. Und sobald der Adler fällt, sind das hier eigentlich in der Regel 3 Sterne. Auch der Slammer lebt immer noch. Kann jetzt hier gleich den Rest der Base aufmachen und gleich sich auch die ganzen Gebäude da rausnehmen. Hat noch einen Frostzauber, hat noch einen Eilzauber hier für die Loons, die hier rauskommen. Und dann sind das hier richtig, richtig schöne 3 Sterne von Nucleus mit Packer Smash. Ein bisschen anders, als man es kennt, aber trotzdem richtig, richtig stark. Und darum ist auch gegen Packer Smash es so schwer zu verteidigen, weil man muss nicht mehr mittlerweile einfach nur mit der Ramme ins Rathaus reingehen, sondern es gibt jetzt hier auch andere Varianten, die Base immer zu legen. Also hier sehr, 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 sehr schön gemacht und damit der beste Angreifer oder der schönste Angriff bei uns gewesen. Hatte dann auch hier wieder einige ziemlich, ziemlich hohe Prozente. Hier Bison mit 99%, dann hatten wir Atze mit 92%, Empire mit 98% und Xillis mit 97%. Also 99%, 98%, 97%, 92% und 3 Triple von Nucleus, von Röhrle und vom lieben Jens. So, dann springen wir hier mal Kampftag Nummer 3 rein. Und auch hier bis jetzt der eindeutigste Klankrieg mit 34-29 gewonnen. Also 5 Sterne Führung, selber in der Defensive 1, 2 One-Stars kassiert und nur einen Triple auf die Base von Atze. Und selber haben wir mit Bison getrippelt, mit Xillis, mit Tom und mit Nucleus wieder. Also Nucleus hier wieder mit seinem Packer Smash. Allerdings wollen wir hier uns den Angriff vom Tom angucken, der hier mit KSE-Drachen Lalo. Das bedeutet, am Anfang haben wir hier auch wieder die Helden. Der King soll hier lang laufen, die Queen läuft hier lang. Queen nimmt die Gebäude raus, dass wir hier nachher den Slammer auf den Multi-Inferno-Turm schicken können. In der Mitte sehen wir, wir haben hier einen Multi-Inferno-Turm, wir haben hier 1, 2 X-Bow, also 2 X-Bows, den Adler und die gegnerische Queen. Also das heißt, sobald wir hier irgendwie den Bereich hier rausbekommen, dann lebt er nicht mehr so viel. Und ihr werdet sehen, dass er da mit seinen E-Drachen richtig, richtig, richtig viel rausbekommt. Aber das muss man jetzt hier erstmal vorbereiten. Ein Eisgolem nimmt er damit, dass die Queen hier wirklich in der Ruhe die Luftabwehr rausnehmen kann, den Bogiturm rausnehmen kann und dann noch hier möglichst weit kommen kann. Hat jetzt hier auch in der Clanburg Doppelhexe Babydrache Loon. Da einfach Giftzauber und Frostzauber drauf. Ist ein bisschen teuer gewesen, aber wer konnte denn damit mit einer Damage-CC rechnen? Queen läuft jetzt hier komisch nach vorne, bekommt hier aber alles raus, was er raushaben möchte. Und dann auch hier immer der Test-Loon, dahinter der Slammer und dann die beiden E-Drachen. Die fliegen hier perfekt auf den Multi-Inferno-Turm. Schwarze Mine kriegt er hier direkt am Anfang ab. Rote Mine hier auch nochmal. Aber jetzt guckt es euch gleich an. So, der Loon wird geklont. Die E-Drachen leben hier die ganze Zeit. Die Queen geht hier down. Die E-Drachen gehen hier nach oben sogar noch weg. Und bekommen hier, glaube ich, sogar fast noch... Nee, der Multi-Inferno-Turm geht down. Über die Clanburg. Also hat hier in der Mitte wirklich komplett alles bekommen. Guckt es euch an, 40%. Da ist wirklich hier in der Mitte... seht ihr, die halbe Base ist da schon raus. Das heißt, er muss hier nur noch sein Lalo ins Rathaus spielen und dann hier einmal um die Base herum. Und dann sind das hier 3 Sterne. Und auch das macht er natürlich wunderbar. Mit dann den Hunden, mit den Loons, die übrig bleiben, den Wächter dann beim Rathaus zünden. Der E-Drache lebt einfach immer noch, immer noch, immer noch. Das ist sehr nice. Wächter gezündet. Das heißt, die Loons gehen nicht an der Rathausbombe down. Jetzt hier der Magierturm und dann den letzten Hund da Richtung Luftabwehr setzen. Hier der Magierturm hat jetzt noch mal ein bisschen genervt. Kann allerdings hier gleich seine ganzen Loons wieder hochheilen. Auch da sehr schön gewartet. Der X-Bow in der Mitte geht auch noch down. Ist aber auf Boden gestellt, also deshalb nicht ganz so wichtig. Und jetzt hat er hier ein bisschen Glück, dass die paar Loons sich entscheiden, auf den Multi-Inferno-Turm zu gehen.
Allerdings, die anderen kommen jetzt hier auch schon wieder. Und dann ist das hier ein dicker, dicker Overkill vom lieben Tom. Richtig schöner Angriff. Und damit haben wir auch den zweiten Kampftag in Folge gewonnen. Dann kommen wir hier zu Kampftag Nummer 4. Und da haben wir nicht extrem gut angegriffen. Nein, der Gegner hat hier leider uns 45 Sterne geschenkt. Sehr böse, sehr bitter. Der hat hier einfach aufgegeben. Also hier mit Abstand Platz Nummer 8. Wir sind aktuell auf Platz 4, denke aber, dass wir wieder auf 2 vorspringen werden. Und dann sehen wir in der letzten Runde. Da werden wir dann gegen Platz Nummer 1 antreten. Auch heute der Kampftag ist noch interessant, weil wir leider einen Monster hatten. Direkt am Anfang der Gegner mit einem Triple. Das heißt, wir müssen jetzt noch zweimal trippeln. Und dann morgen der Kampftag gegen die Nummer 1 bei uns in der Gruppe. Also hier zwei krasse Kampftage. Und die werde ich euch dann morgen im Livestream zeigen. Ich denke, so gegen 20 Uhr werde ich wieder Livestream. Dann könnt ihr da vorbeischauen. Und dann werden wir da unsere Angriffe alle zeigen. So, jetzt hier nochmal der nächste Kampftag. Und auch hier wieder, wie krass unsere Basen gehalten haben. Bison Monster, der Nucleus Monster, der Lance Butterson Monster und der Mason Monster. Tom wurde wieder getrippelt. Wir haben auch unseren ersten Monster gehabt vom Jens, der da vorher ja schon getrippelt hat, jetzt hier leider mit einem Monster. Und da haben wir hier einmal Cube und einmal Empire mit einem Triple. Und dann gucken wir uns den mal von Empire an. Und zwar hier wieder mit Packer Smash, wieder mit zweimal Sprungzauber. Und da sehen wir am Anfang den Wächterborg. Auch das funktioniert prima. Also Packer Smash bedeutet nicht gleich immer Packer Smash, sondern er hat hier gesehen, dass der Multi-Inferno-Turm ziemlich nervig ist. Und da kommt man aber mit dem Wächter ran, weil der Wächter hat eine größere Reichweite als die Queen. Und das bedeutet, der Wächter wird jetzt hier gleich vorlaufen. Und außerhalb der Mauer kommt er jetzt hier an den Multi-Inferno-Turm ran und kann den da einfach rausnehmen. Und was ein noch großer Vorteil von dem Wächterwalk am Anfang ist, das haben ja die Asiaten vor so 2-3 Monaten erst überhaupt gezeigt, dass man das machen kann. Vorher hat das wirklich niemand gemacht. Und jetzt kriegt er hier den Multi-Inferno-Turm raus. Auf der anderen Seite fängt er hier schon mal mit dem King an. Und dann zieht er hier gleich seinen Wächter mit 1-2 Packers hier hin. Und dann gibt es hier den ersten Sprungzauber zum Rathaus. Da kommen die Packer. Und da der Wächter ja eine Truppe ist, die nicht wie die Queen immer möglichst das nächste Gebäude angreifen möchte, sondern der Wächter möchte ja anderen Truppen unterstützen, helfen. Das heißt, er kommt hier wieder zurück, kann jetzt hier auch prima gezündet werden. Und dann hat er jetzt hier hinten raus gleich noch einen weiteren Sprungzauber. Und auch hier wieder, ja, wie soll es sein, der Slammer zu Ende, hier der Sprungzauber, damit man hier die letzten beiden Multi-Inferno-Türme bekommt. Der Adler geht doch down und wenn der Adler hier wieder down geht, dann sind das hier auch wieder schon ziemlich safe 2 Sterne. Entweder Time Fail oder der Triple und dadurch, dass hier die Queen gleich in die Mitte springt, zu dem Multi-Inferno-Turm da nochmal alles rausnimmt, überleben hier so viele Packer, so viele Heiler leben hier und dann sind das hier wieder 3 Sterne. Richtig, richtig stark gemacht von Empire. So wollen wir Packer Smash sehen. Nicht einfach nur stumpf ins Rathaus, sondern wie kann man den Packer Smash so lenken, dass man da eventuell 3 Sterne holen kann. Hat jetzt hier hinten raus sogar noch einen Wutzauber hier für die Loons. Oder setzt er den überhaupt, swaggt er den? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also richtig schöner Overkill, benutzt jetzt hier doch noch den Wutzauber. Letzten Gebäude gehen hier down, Bowler leben da noch, ein Packer lebt hier noch, der letzte Magierturm ist dann auch gar kein Problem mehr. Und dann sind das hier wieder sehr schöne 3 Sterne. Da hatten wir ja
zwei Triple, auch wieder ein bisschen Pech in der Offensive, aber ich glaube, das gehört dazu. Ein paar Time-Fades muss man einfach immer haben. Hatten hier diesmal von Blitz und von Xillis wieder. Xillis, bei dem, boah, der hat so unglückliche Angriffe. Wir können uns mal hier im sechsten Kampftag uns den Angriff von Xillis angucken. Das war eigentlich ein dicker, dicker Overkill. Und dann denkt sich hier der Wächter, nö. Auch hier verstehe ich auch nicht, das war die Push-Base, also hier der Gegner mit einer Push-Base in Champion 1. Also ich weiß nicht, werden ja auch bestimmt viele Leute gucken, wie das bei euch so ist. Ihr könnt hier generell mal schreiben, wie bei euch die Kleinkriegsliga läuft. Und wenn ihr in Champion 1 seid, habt ihr da auch echt Push-Basen von euren Gegnern? Und da haben wir echt einfach nur eine mega schlechte Gruppe getroffen. Das würde mich tatsächlich selbst interessieren. So, Babydrache wurde hier gelockt. Und dann hier mit dem Bogi weiter. Der Babydrache und Giftzauber nimmt dann hier die Klarenburg raus. Dann hier mit einem Zeppelin gearbeitet, Testdun vorgeschickt. Und dann hier auch wieder die Queen rausgenommen. Mit dem E-Drachen, mit den Blitzen. Und jetzt, anstatt dass der Wächter hier bei den Riesengruppen Loons bleibt, geht er hier erst zu dem E-Drachen. Fliegt er wieder zurück und denkt sich so, ja, ich bin ein Coconut-Wächter. Also fliegt hier einfach nach vorne in den Single rein, wird wieder rausgeschubst. Der Single visiert nochmal den Wächter an und dann ist er da ganz weit vorne und keine Ahnung, wird jetzt hier sogar durch die Lava-Welten anvisiert, muss hier sein Wächter einen Ticken zu früh zünden. Und dann verliert er jetzt hier an der Rathausbombe einfach seine ganzen Loons, weil auch der Wächter wegstirbt. Das wäre ein dicker, dicker Overkill gewesen, wenn der Wächter keine Faxen gemacht hätte. Sehr, 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 sehr unglücklich von Xillis. Hat das jetzt hier sogar zum Schluss noch auf 90% plus gerettet. Also manchmal soll es halt einfach nicht mit dem Triple sein. Sehr, 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 sehr schade. Schöner Angriff hier von Xillis und somit legt er eigentlich jede Base. Aber leider nicht hier. Also, schreibt mir in die Kommentare, wie bei euch die Kleinkriegsliga so läuft. Bei uns ist jetzt hier der sechste Kampftag, der angefangen hat. Morgen zeige ich euch dann das große Finale. Würde mich dann wieder freuen, wenn wir uns im Livestream sehen. Macht's gut, haut rein und tschüss mit dir!